Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Bessere Welt. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich den Mr. Pilzkopf gemacht habe. Und los geht's. Ja, als erstes braucht ihr natürlich Substrat. In meinem Fall ist das jetzt Austernpilzsubstrat. Da war ich den ganzen Morgen schon mit beschäftigt und habe erstmal jede Menge angemischt. Wie ich das gemacht habe, stöbert mal in meinen Videos. Da gibt's eins, da erkläre ich das alles ganz genau. Okay, was wir als erstes brauchen ist, sind so solche Mülltüten. Das ist jetzt in meinem Fall 10 Liter. Ihr könnt es auch gern größer oder kleiner machen. Und die befüllen wir jetzt als erstes mit unserem Substrat. Okay, nachdem ich die Tüte jetzt circa ein Drittel voll gemacht habe, geht's weiter. Und zwar drücken wir als erstes mal die ganze Luft heraus. Presst dann nicht zu doll drauf rum, nur so grob, damit die Luft herausgeht. Okay, und jetzt drücken wir das Ganze so kopfförmlich. Also hier wird später unsere Nase sein. Den Rest von der Tüte nutze ich dann später als Nase. Okay, jetzt drehen wir die Luft so ein bisschen heraus. So, nachdem wir das gemacht haben, machen wir jetzt hier einfach einen Knoten. Okay. Und das Rest, was hier absteht, das können wir dann einfach mit der Schere abschneiden. Ja, und der Knubbel wird dann später unsere Nase. So müsst ihr euch das vorstellen. Auge, Auge, Nase, Mund. Ihr könnt das dann nochmal so zurecht formen, dass es so ein bisschen die Kopfform annimmt. Genau. Und gleich geht's weiter. Okay, wir haben jetzt hier also unseren fast fertigen Pilzkopf. Der nächste Schritt wäre jetzt eigentlich, das Ganze in einen warmen Raum zwischen 20 bis 25 Grad zu stellen, damit das Ganze mit der Myzel durchwachsen kann. So, jetzt hatte ich vor einem Monat schon knapp mal angefangen damit und ich habe jetzt hier eins, was komplett mit Myzel durchwachsen ist. Wie man schön sehen kann, das Ganze ist schneeweiß. So, und da das jetzt bald anfangen würde zu fruchten, habe ich hier oben eine Öffnung gemacht und befeuchte diese jeden Tag, damit es nicht austrocknet. Da das Ganze nicht so groß ist wie ein 10 Liter Eimer oder so, besteht natürlich auch die Gefahr, dass das sehr schnell austrocknen kann. Daher ist es wichtig, das hier oben schön feucht zu halten und dann weiß der Pilz auch genau, wo er rauswachsen muss. Wir wollen ja nicht, dass unser Pilzkopf später Pilznase genannt wird, deswegen hier oben eine Öffnung. Okay, als nächstes brauchen wir dann so einen Darmstrumpf. Einen alten am besten, da schneiden wir die Fußspitze einmal ab. So. Okay, und jetzt stülpen wir das Ganze, also mit dem Beinstück, so dass es am Kopf später ist, einmal über unseren Pilzkopf. Versucht dabei so wenig wie möglich euer Substrat zu beschädigen, aber wenn das ein bisschen eingedrückt wird oder so, ist das nicht weiter schlimm. Der erholt sich wieder. Okay, so dass wir hier oben unsere Öffnung haben, dass da nichts verdeckt ist, weil denkt dran, ihr müsst das schön feucht halten. Okay, jetzt geht's weiter mit der Nase. Wir haben ja hier unseren Knubbel von der Tüte. Dann nehmen wir jetzt so einfach so ein Gummiband. Machen den einmal, zweimal so fest und ziehen den einfach über unsere Nase. So, in dem Fall hat es nicht geklappt, also machen wir das dreimal. Okay, ist eine kleine niedliche Nase geworden, aber warum nicht? Okay, unsere Nase haben wir schon mal. Okay, als nächstes sind unsere Augen dran und ich habe hier aus Versehen welche gekauft, die sind zum Rannähen. Ja, das ist das erste Mal, dass ich mit Wacklaugen arbeite und da gibt es auch sicherlich welche, die man einfach direkt so mit einem Kleber abziehen und draufkleben kann. Holt euch die, das ist einfacher.
Aber es geht mit diesen auch zur Not. Die habe ich hier von so einem 1-Euro-Laden. Okay, holen wir uns zwei raus. Und dann habe ich hier so diese Prittstifte, diese U-Stifte. Da mache ich einfach hinten so ein bisschen was drauf. Kann ruhig ein bisschen mehr sein. So an den Rändern. Zack. Und dann kommt das erste Auge schon mal auf unseren Pilzkopf. Keine Sorge, der schielt gleich nicht mehr. Das ist nur, weil er gerade auf dem Rücken liegt. Auf dem Hinterkopf. Okay, und das zweite Auge. Tada. Schon bekommt er langsam ein Gesicht. Und weiter geht's mit dem Mund. Okay, uns fehlt jetzt noch der Mund. Und für den Mund habe ich so eine Baumwollschnur. So eine Rolle einfach. Da habe ich mir jetzt zwei Stücke abgeschnitten. Und die benutzen wir jetzt für unseren Mund. Legen uns einfach so ein hübsches Lächeln zurecht. Oder hübsches relativ. So. Zack. Und da bekleben wir einfach mal die beiden Enden. Auf der Seite auch. Ihr könnt das natürlich so machen, wie ihr wollt. Ihr könnt dem Pilzkopf einen Bart geben oder eine Brille, Zähne. Lasst eurer Fantasie freien Lauf. So, dann mache ich noch so. Ja, und zack, fertig ist unser Pilzkopf. Wie gesagt, macht wie ihr das möchtet. Hauptsache ist, dass ihr halt das mit dem Substrat alles beachtet, dass ihr hier oben das Freie immer schön feucht haltet, damit das nicht austrocknet. Und dann sollten nach ein paar Tagen die Pilze anfangen hier rauszusprießen. Ich wünsche euch viel Spaß, falls ihr das auch machen solltet, vielleicht mit euren Kindern. Wie gesagt, es wird auch noch ein Gewinnspiel geben, 3 davon werde ich verlosen, aber das kommt im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.